Fitness mit Marc, Folge 457. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er sagt manchmal rechts, wenn er links meint. Marc Maslow. Viele, viele Menschen wollen abnehmen, wünschen sich eine schlanke Figur. Ja, und viele versuchen es auch, aber schaffen es irgendwie nicht. Es gibt aber eine Menge von Menschen, die erfolgreich, die nachhaltig abnehmen und die dieses Gewicht auch ein Leben lang halten können. Was machen diese Menschen anders? Was gehört dazu, wenn du abnehmen möchtest, wenn du das neue Gewicht halten möchtest, wenn du dir eine fitte, eine gesunde Figur wünschst? Und wie wirkt sich das Ganze auch auf Themen wie den Sexdrive, das Liebesleben aus? Das sind spannende Fragen, die ich mit meinem heutigen Gast besprechen werde. Wir reden übrigens auch über die mentalen Skripte, die dir dabei helfen, dich auf deine Ziele zu fokussieren und sie dann auch zu erreichen. Mein Gast ist Profi-Kickboxerin im Vollkontakt mit 23 Weltmeistertiteln. Sie ist Teamchefin, Trainerin und Moderatorin der Abnehmshow The Biggest Loser und außerdem war sie auch für die Sendung Ran im Box- und Kicksport Ringreporterin und Moderatorin. Sie wurde mehrfach als Sportpersönlichkeit und beste Sportlerin des Jahres ausgezeichnet. Sie ist verheiratet, hat eine Tochter und ist auch nach Ende ihrer Karriere als Leistungssportlerin immer noch topfit. Ja, und als wenn das nicht alles reichen würde, sie ist auch noch Ärztin, hat promoviert, ist Autorin verschiedener Fitnessbücher sowie dem gerade neu erschienenen Buch Liebe leichter über den erstaunlichen Zusammenhang zwischen Lebensstil und Libido. Und das sind alles Bereiche, über die du in diesem Gespräch mehr erfahren wirst. Und du wirst auch sehen, du bekommst ganz konkrete Tipps an die Hand, die du sofort umsetzen kannst. Und viele dieser Tipps, die passieren hier oben im Kopf. Das sind Denkveränderungen, das sind unsichtbare Skripte, die dir langfristig dabei helfen, deine Ziele auch zu erreichen und dir dabei auch gut zu tun. Und damit wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge mit Dr. Christine Theiss. Werbepartner dieser Folge ist AG1 von Athletic Greens. Es gibt unzählige Sportnahrungsergänzungsmittel und die meisten davon, die kannst du dir sparen. Ganz generell empfehle ich nur wenige Nahrungsergänzungsmittel. Eins davon verwende ich seit bald über 8 Jahren jeden Tag und das ist AG1 von Athletic Greens. Enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen wie Präbiotika und Adaptogene, die aus einer Vielzahl natürlicher Bio-Gemüse- und Obstsorten kommen. AG1 ist ein Naturprodukt und das unterscheidet es eben auch von synthetischen Präparaten. Da sind auch die vielen Sekundärstoffe enthalten, die du eben nur in echtem Gemüse und Obst findest. Die Gesamtkomposition, die bekommt so kein anderer Hersteller hin, vor allen Dingen nicht in dieser Qualität und Schadstofffreiheit. Für mich ist AG1 sowas wie eine Alles-in-einem-Gesundheitsversicherung. Für Fitness mit Marc-Hörer gibt es ein spezielles Angebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung kostenlos 5 Travel Packs für unterwegs, ein Jahresvorrat an Vitamin D mit K2 drin, plus ein Willkommenspaket mit einer schicken Edelstahldose und einem Shaker. Geh dazu auf fmmag.de, fmm wie Fitness mit Marc und dann ag.de. Ja, heute zu Gast bei Fitness mit Marc Dr. Christine Theiss. Moin, moin, Christine. Moin, moin. Ganz ungewohnt hier. Du bist schon 23 Mal Kickbox-Weltmeisterin geworden und wenn ich mich mit dir unterhalte, dann habe ich das Gefühl, ich spreche mit einer Frau Anfang 30 und dein Karriereende liegt aber schon seit 10 Jahren zurück. Wie kann denn das sein, dass du schon 23 Mal Weltmeisterin geworden bist? Ich bin 43 und habe mit 33 aufgehört und dann haut das schon alles hin. Ich habe tatsächlich mit 7 angefangen mit dem Kickboxen. Also jetzt am 8. Januar habe ich 36 Jahre Kickboxen dann auf dem Buckel. Ach Wahnsinn, das ist tatsächlich am 8. Januar. Das weißt du noch genau, wann du angefangen hast?
Ja, warum weiß ich gar nicht, aber das wird der erste Montag gewesen sein, Schulanfang. Und eine Klassenkameradin von mir hatte mich gefragt, ob ich mitkommen möchte, weil ihr das gut gefallen hat da, und dann bin ich mitgegangen. Und deswegen, so ist es dann gekommen. Und wie es halt dann so bei Kindern ist, der Sport an sich ist ja gar nicht so wichtig, sondern ob man sich in der Gruppe wohlfühlt, ob der Trainer nett ist, ob man es zeitlich irgendwie hinbekommt. Und das war der Fall. Und Nochmal zu den Weltmeistertiteln. 23 Mal, also ist das dann einmal im Jahr so eine Weltmeisterschaft oder wie kann man sich das vorstellen? nee, das, so ist es bei den Amateuren tatsächlich. Also ich bin 2005 bei den Amateuren Weltmeisterin geworden in Buffalo in den USA und bin dann zu den Profis gewechselt. Nicht, weil ich Geld verdienen wollte, das gab es nämlich nicht, sondern weil ich explizit auf einzelne Gegner vorbereiten wollte und weil ich vor Publikum kämpfen wollte, nicht nur vor ein paar netten Omas, die ihre Enkelkinder anfeuern. Aber vor allem wollte ich 10 Runden kämpfen, bis zu 10 Runden. Amateur ist nur 3 Runden. Und Profi kann halt bis zu 10, 12 Runden gehen. 10 Frauen, 12 Männer. Und das war das, was mich sportlich gereizt hat. Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch Medizin studiert. Und dann wollte ich halt die letzten 2 Jahre, die mir noch blieben, Vollkontakt als Profi machen, um eben diese Rundenzahl auszunutzen. Und primär war die Definition Profi sowieso, dass man einfach keinen Kopfschutz auf hat. Also im Amateur hat man die vollständige Ausrüstung an, im Profibereich dann nicht mehr. Aber Geld gab es keins. Dann bin ich aber 2007 im Portugal im Mai relativ ungeplant Weltmeisterin geworden. Also eigentlich hatten wir mit Dezember gerechnet, wenn alle Prüfungen vorbei sind. Dann hatte ich die Möglichkeit gehabt, in Portugal auch um WM-Titel zu kämpfen, der Vaco. Den habe ich gewonnen und dann ist da irgendwas losgetreten worden, wo wir gemerkt haben, es ist eigentlich gar nicht das Ende von was, sondern erst der allererste Schritt. Und so begann das Ganze. Und ich habe halt mehrmals im Jahr meinen Titel verteidigt. Ich habe ihn den einmal im Ausland geholt. Da mussten die Gegnerin zu mir kommen. Wer was wollte, musste kommen. Ach so, die haben sozusagen permanent versucht, dir den Titel abzunehmen. Genau. Also ich habe die ersten Jahre 4 WM-Kämpfe im Jahr gehabt. Das geht aber schon ziemlich an die Substanz. Und dann die letzten 2 Jahre habe ich nur noch 3 gemacht, weil ich gesagt habe, Leute, ich mache hier komplett die Grätsche, weil du bereitest dich ja 10 Wochen mindestens auf den WM-Kampf vor, zumindest ich habe das getan. Und nach dem WM-Kampf brauchst du immer 2 Wochen Ruhe, aber dann ist das Jahr schon wieder rum. Dementsprechend habe ich da einen Gang runtergeschaltet, um auch mal dem Körper und auch vor allem dem Kopf mal die Möglichkeit zu geben, um ein bisschen runterzufahren. Zumal ja dann ab 2011 ja auch noch The Biggest Loser dazu kam. Das heißt, ich war dann ja auch noch 3 Monate im Ausland oder 2,5 Monate und habe da die Vorbereitung gemacht. Das war schon immer ziemlich viel, was man da auf einmal zu tun hatte, ja. Ja, hat mich auch in der Vorbereitung sehr an deiner Vita beeindruckt, dass du sehr viel parallel umgesetzt gekriegt hast. Du hast eben schon so am Rande erzählt, da waren ja noch die Prüfungen, du hast ja noch Medizin studiert, dann der Leistungssport, Weltmeisterschaft. Und du sagtest, dass eben das war ein Beginn von etwas Großem. Woran hast du das festgestellt in dem Moment? Ja gut, Kickboxen war ja eigentlich so eine Randsportart, die belächelt wurde, zweifelhaften Ruf und man das gesagt hat, war immer so ein Exot und da wurde gar nicht der sportliche Wert gesehen, sondern eigentlich der Geisteszustand bemerkt. Und ich hatte damals den WM-Kampf in Portugal. Ich hatte dem Laden, also meinem Trainer, zugesagt, dass ich den mache, weil ich zu dem Zeitpunkt eh mein Freisemester hatte, weil ich meine Dissertation zusammenschreiben wollte. Also ich hatte die direkt nach dem Physikum 2003 angefangen, diese klinische Studie, und es hat halt dauert ja, sowas ist ja nicht ein paar Wochen beendet und dann war die Studie fertig. Ich habe die Ergebnisse zusammengeschrieben, weil mir eigentlich klar war, sobald ich anfange zu arbeiten, werde ich nie wieder dazukommen, dieses Zeugs dann Ruhe zusammenzuschreiben. Also habe ich dann Freisemester genommen, habe das auch noch erledigt und aber da konnte ich natürlich meine Zeit ein bisschen besser einplanen. Deswegen habe ich dann im Laden gesagt, gut, ich mache Portugal, ich mache den WM-Kampf, auch wenn ich jetzt nur noch 8 Wochen Vorbereitungszeit habe, das kriegen wir schon hin. Und dachte das so ein bisschen als Generalprobe, so im Stillen, ja. In Portugal kriegt keiner mit, wenn es schief läuft, alles gut. Und dann hat aber der Laden so 2 Tage später gesagt, Chrissy, super, da kommt ein Team von Stern TV mit. Drehen alles mit. Danach gehst du auf Sendung. Okay, so viel zum Thema, kriegt keiner mit. Dann wurde der Kampf auch noch live übertragen auf Eurosport. Und dann habe ich eine Anfrage damals noch zusätzlich bekommen von der Maxim. Das glaube ich gar nicht mehr, das ist sowas ähnliches wie der Playboy. Und da hatte ich Bock zu. Und jetzt war das aber so, dass wir so 2 Wochen oder 3 Wochen vor dem WM-Kampf, ich schön in Shape, ja, das Shooting hatten.
Ja, wir waren auf Mallorca und haben dort geshootet. Dann ging das Ganze in Druck, aber heraus kam das Heft erst nach dem WM-Kampf. Aber es wurde schon in der Woche vor dem WM-Kampf gedruckt. Der Titel war Christine Theiss, unsere schöne Weltmeisterin. Also so gar kein Druck, ja. Also wenn du das jetzt verkackst, dann können die mit der Hand überall durchstreichen. Wäre gerne Weltmeisterin gewesen oder möchte gerne Weltmeisterin. Also war schon sehr spannend. Ich habe auch die ersten vier Runden, also nicht verkackt, aber es war ein ziemlich wilder Kampf, wie ein Hühnerhaufen. War sehr viel Spannung und dann waren alle auch so aufgeregt. Wir waren ja damals noch wirklich nicht professionell. Wir hatten keinen Cutman dabei. Ich habe geblutet wie ein Schwein, weil ich schon da, ich glaube, in der zweiten Runde einen Kopfstoß bekommen hatte. Die Kontaktlinse war weg, weil das Blut mir die Linse rausgespült hat. Mein Mann war als sollte in der Ecke helfen, der war völlig überfordert, der hat nur die Krise gekriegt, der hat immer nur gehört, ach du Scheiße und weiterkämpfen lassen. Ich habe kein Wasser bekommen, ich habe keinen Stuhl reingestellt bekommen, ich bin so in der vierten Runde raus, es waren damals nur 5x3 Minuten statt 10x2. Und ich nur so, kriege ich jetzt endlich mal Wasser? Also es war ein ziemliches Durcheinander. Und dann habe ich aber in der letzten Runde relativ am Anfang der Rachel Kirkhouse hieß sie, einen Roundkick an Schädel gesammelt und er war volle Lotte drin. Und dann sagt er dann im Laden, Chrissy, nur noch die sind jedes Mal drin, die Kicks. Und dann habe ich dann auch ungefähr 20 Mal diesen Kick da im Kopf gedonnert. Und da war der Kampf entschieden. Ja, und dann sind wir da erst ins Krankenhaus, haben die Wunde nähen lassen und dann sind wir Party machen in den Hafen und da waren schon überall Briten und die haben den Kampf gesehen. Dann waren die total geflasht. Dann waren wir 2 Tage später bei Stern TV und das hatte eine Wahnsinns-Einschaltquote. Also es war auch für Stern TV eine wirklich gute, ich glaube, es war zu dem damaligen Zeitpunkt die zweitbeste Einschaltquote, die jemals hatten. Und da ging plötzlich was durch die Decke. Plötzlich interessierten sich Sponsoren, plötzlich kam die Presse und plötzlich wurde man nicht mehr so mit spitzen Fingernägeln angefasst, sondern es war ein ehrliches Interesse am Sport. Und die endgültige Adelung kam eigentlich, dass ich als sportlich gleichberechtigt angesehen wurde, ein Jahr später. Also ich habe dann zum Laden gesagt, noch mal einen Schritt zurück, ich habe zum Laden gesagt, okay, weil er dann gemeint hat, mach weiter. Und dann habe ich gesagt, Mann, Laden, das mache ich, aber dann muss ich Geld verdienen. Und zwar so viel, wie ich als Assistenzarzt verdienen würde, weil ich studiere nicht 13 Semester Medizin und lebe dann von Luft und Liebe, vor allem in München. Und dann hat er im Laden das geschafft, hat mir einen Sponsor reingeschafft und dann habe ich Medizin erstmal beiseite gelegt. Wir haben einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben und was dann noch zusätzlich dazu kam, war, dass ich 2008 dann vom Innenminister den Bayerischen Staatspreis verliehen bekommen habe, also den Bayerischen Sportpreis und in der Kategorie Hochleistungssport Plus, weil Weltmeister Plus Medizinstudium abgeschlossen ist. Ja. Und das war dann auch schon nochmal, dass man dann auf der Ebene auch gesehen wurde und nicht nur in irgendwelchen Zeitungen oder so. Also es war schon wirklich ein großer Schritt in die richtige Richtung. Und ab da ging es eigentlich nur noch bergauf. Dann wurden die Hallen größer, die Zuschauer mehr. Und dann ab 2010 hatte ich dann meine ersten, war ich Vorkämpfe, einmal bei Felix Sturm und einmal bei Robert Stieglitz. Und ab da hatte ich dann meine eigenen Hauptkämpfe in Z1. Wahnsinn Story. Du hast ja selbst gesagt, mehr Druck geht nicht. Auf der anderen Seite, besser geht's ja auch nicht vom Ergebnis. Also mir kommen genug Gedanken in Sinn, wie man sich selbst runterziehen kann in solchen Situationen. Also du stehst total unter Druck. Du hättest denken können, boah, wenn das jetzt alles wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt, dann, weiß nicht, ist der Artikel in der Maxim gedruckt und es passt alles nicht mehr. Und selbst wenn man den Titel hat, also ohne, dass ich jetzt auch nur annähernd solche Erfahrungen im Leben schon gemacht hätte, dann könnte ja der Gedanke kommen, weiß ich nicht, ob das bei dir so war, boah, das könnte aber jetzt auch morgen alles vorbei sein. Aber du hast es ja 23 Mal wiederholt sozusagen. Und da interessiert mich, wie gehst du gedanklich an solche Situationen ran? Wo im Prinzip ja, es kann rechts rumgehen, es kann links rumgehen, es kann funktionieren, es kann nicht funktionieren. Wie machst du das mental? Ich verschwende keine Sekunde. Also mich haben die Reporter grundsätzlich vor jedem Kampf gefragt, was ich mache, wenn ich verliere. Und ich habe grundsätzlich gesagt, ich verliere nicht. Dann haben die grundsätzlich nochmal gefragt, ja, das wissen wir, dass du das sagen musst, aber jetzt mal ehrlich. Sage ich, nein, ich verliere nicht. Ich habe mich keine Sekunde mit der Möglichkeit der Niederlage beschäftigt, weil wenn sie kommt, dann ist sie da, dann kann ich mich immer noch damit beschäftigen.
wenn du dich vorher damit beschäftigst, ist ein Teil deines Mindsets, schon damit beschäftigt zu verlieren. Und das war mein Fehler als Jugendliche. Ich habe ja schon mit 11 Jahren angefangen mit Wettkämpfen und ich bin ganz oft Zweite geworden, weil ich Angst vor der Niederlage hatte. Wenn du in die Gesichter geschaut hast, 2012 Finale Doheim der Bayern gegen Chelsea. Ich war hinterm Tor gesessen und ich habe gesehen, wie die zu diesem Elfmeterpunkt schlurft sind, die Jungs. Und ich wusste, das geht nicht gut. Weil die mit so einer Einstellung schon an diesem Kack-Elfmeterpunkt hin sind, die hatten Angst vor der Niederlage. Die haben sich nicht auf den Sieg gefreut. Das heißt nicht, dass ich sage, ich habe schon gewonnen, aber ich werde gewinnen. Das ist vom Mindset her ein Riesenunterschied. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen, wenn du mit dem Mountainbike im Berg runterfährst, die Kurven, dann darfst du niemals in den Graben gucken, weil dann fährst du da rein. Du musst immer dahin gucken, wohin du fahren willst. Genauso ist es mit dem Denken. Und ich habe das als Jugendlicher habe ich das falsch gemacht. Ich habe wahnsinnig Angst vor der Niederlage gehabt und dann kam sie auch immer ganz oft. Zweiter Platz ist auch nicht schlecht, aber ich hatte immer Angst gehabt vor diesem letzten Schritt auf dem Ersten. Ich war auch oft genug die Erste, aber ich war zu oft Zweite, genau aus diesem Denkfehler. Und das hatte ich später nicht mehr, weil ich als Erwachsene dann gelernt habe, diesen Mist nicht nochmal zu machen. Ich glaube auch, ich bin von Bayreuth weggezogen. Und habe dann 2 Jahre erstmal pausiert, zu Beginn des Studiums, auch noch eine Verletzung gehabt, die erstmal ausheilen musste. Und diese 2 Jahre haben mir gezeigt, wie sehr ich den Sport vermisst habe. Die 2 Jahre haben mir aber auch gezeigt, was ich davor falsch gemacht habe. Und ich wollte das nicht nochmal wiederholen. Deswegen bin ich mit einem ganz anderen Mindset, 2003 war das Board, eingestiegen und bin dann zum Vollkontakt gewechselt und bin da gleich mit einem ganz anderen Mindset rein. Und für mich gab es das nicht mehr, diese Angst vor der Niederlage. Ganz im Gegenteil, ich war... Vor WM-Kämpfen war ich schon wirklich im Bad gestanden oder in der Umkleide und habe mir schon vorgestellt, wie ich gleich noch die Hand hochreiße. Ja. Wenn du dann da stehst und dann heißt es, and the winner is, und dann geht deine Hand hoch. Und dann habe ich mir so richtig vorgestellt, wie das gleich ist, ja, wenn deine Hand oben ist. Und da gehst du schon ganz anders rein. Jetzt noch eine halbe Stunde trennt dich noch von dem Hand hochreißen, maximal. Was gedanklich im Endergebnis? Ja, zumindest sehr fokussiert auf das, was ich haben will als Endergebnis, ja. Und weil wenn die Niederlage da ist, dann ist sowieso Wundenlecken angesagt und dann muss man sowieso sich neu hinsetzen, neu justieren und die Fehler analysieren. Aber ich brauche die Gedanken nicht schon vorher machen. Das ist was vielleicht auch teilweise Nachteil ist bei mir, weil ich das halt so verinnerlicht habe. Also ich reg mich über ungelegte Eier nicht auf. Du sagtest, du hattest ja auch andere Erfahrungen gemacht in deiner Jugend, dass du Angst hattest. Und in meiner Welt bedeutet Angst haben ja, dass man sich Gedanken macht über alles, was schieflaufen kann. Und dann entsteht dieses Gefühl. Was hat dir dabei geholfen, würdest du sagen, was war so der Hauptfaktor, dass du das loslassen konntest und wirklich auch in den Momenten, wo es drauf ankommt, in der Lage warst, dich nur auf das zu fokussieren, was du erreichen willst? Ja, ich glaube, das ist so ein Selbstbewusstseinsfundament, nenne ich das jetzt mal. Mit jedem Sieg, den du einfährst, wirst du selbstbewusster. Mit jeder Prüfung, die du bestehst, wirst du selbstbewusster. Mit jeder mündlichen Prüfungssituation, die du bestehst, wirst du selbstbewusster. Das heißt, Sport und Studium, weil du vorhin gesagt hast, dass ich das alles zusammen geschafft habe. Ja, ich glaube, also das Schlimmste, was man mir gibt, ist Zeit. Dann bin ich wahnsinnig unproduktiv. Also ich brauche dieses enge Korsett, um Dinge auf die Straße zu bringen. Und beim Studium war es halt so, ich bin so Prüfungen reingegangen, gerade die mündlichen Prüfungen, da war ich mit einem Selbstbewusstsein da gestanden und konnte klar denken, weil du fliegst in der Welt rum und hast irgendwelche Kämpfe. Ja, da ist das nichts dagegen. Im WM-Kampf bin ich reingegangen. Wo ist das Problem? Du hast ein Medizinstudium abgeschlossen, ja? Also da ist doch ein WM-Kampf nichts dagegen. Also ich habe mich so aus diesen verschiedenen Feldern, die ich hatte, habe ich mir mein Selbstbewusstsein gezogen und tatsächlich bin ich bis heute jemand und meine Tochter scheint auch so zu werden. Wenn es drauf ankommt, kommt die Höchstleistung. Da schaffe ich das, nicht nervös zu werden, sondern wenn es dann wirklich, wirklich drauf ankommt, dann funktionieren die Abläufe, dann funktioniert das Denken. Und was ich auch hatte, und das haben viele Kampfsportler leider nicht, ist, dass ich im Kampf so weit das Hirn beieinander halte, dass ich auf den Trainer höre. Und
das können viele leider nicht. Die spulen dann ihr Ding ab und du erreichst die nicht mehr. Und das war bei mir nicht der Fall. Also ich habe die Anweisungen in der Regel gut verstanden und in der Regel gut umgesetzt. Ich würde ganz gern nochmal auch über Kickboxen sprechen oder Vollkontakt-Kickboxen. Für die, die jetzt nur ein Foto vor Augen haben, was das für ein Sport ist. Okay, das ist ein Kampfsport. Aber ich glaube, viele wissen gar nicht so richtig, was ist das eigentlich für eine Sportart. Kannst du da einmal kurz beschreiben, was ist Vollkontakt-Kickboxen? Also Vollkontakt-Kickboxen ist von der Trefferfläche her ähnlich dem Boxen. Das heißt, oberhalb der Gürtellinie nur die Vorderseite und dann noch der Kopf und die Seite, also seitlich Vorderseite, Kopf, Oberkörper, Extremitäten und unterhalb der Gürtellinie sind ausgeschlossen, Rücken ist ausgeschlossen. Das ist die Trefferfläche. Die Faustschläge sind identisch dem Boxen und dann darf noch mit den Füßen getreten werden. Und das ist Kickboxen und dann gibt es verschiedene Schlaghärten. Semikontakt ist ähnlich dem Fechten, das heißt, nach jedem Treffer wird abgebrochen, der Punkt sofort verteilt und es ist keine Härte erlaubt. Das ist ideal für Kinder, weil die extrem viel Körperbeherrschung lernen. Das Ganze ist sehr viel schneller als das Vollkontakt-Kickboxen, aber man steht auch ein bisschen anders. Dann gibt es Vollkontakt, das ist ähnlich dem Profiboxen oder dem Boxen. Das heißt, man kämpft durch, es wird nicht abgebrochen. Am Ende kriegt man die Rechnung präsentiert. Knockouts sind durchaus möglich und auch ein Ziel. Und dann gibt es die Mischung aus den beiden. Das ist das sogenannte Leichtkontakt-Kickboxen. Das heißt, es wird durchgekämpft, aber nicht mit voller Härte. Finde ich so ein bisschen eine Mogelpackung, wenn du fair bist und hast einen dämlichen Schiedsrichter und einen unfairen Gegner, der haut dir drauf. Und der Schiedsrichter ist nicht in der Lage, das einzudämmen, dann bist du halt als ehrlicher Sportler immer der Depp. Also deswegen war ich ganz froh, dass es ein Vollkontakt geworden ist und nicht Leichtkontakt. Ist quasi ehrlichere Sportart. Na, sagen wir es mal so, wie es im Wald Neiruf zu Schalz heraus. Man muss ja nicht voll hinhauen, aber die Möglichkeit besteht. Also im Training zum Beispiel haue ich nicht voll hin, das ist Quatsch. Ja. Also wer das im Training nötig hat, hat nicht alle Latten am Zaun, da muss man sich ausprobieren. Also für mich ist Training Leichtkontakt und im Wettkampf haue ich auch nicht die ganze Zeit volle Kanne hin, weil das natürlich auch viel Kraft kostet. Das heißt, du bereitest im Prinzip die harten Schläge vor. Aber natürlich, wenn diejenige mein Gürtel will, die kommt ja auch nicht, also bei uns sagt man, die kommt nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Das heißt, die hat natürlich auch trainiert, die gibt auch alles und da werde ich dann keine Rücksicht nehmen. Das war auch was, was mich, glaube ich, schon von so manch anderen unterscheidet. Ich hatte im Ring einen Killerinstinkt. Also wenn ich gesehen habe in den Augen, wow, die hast du jetzt, dann habe ich die nochmal von der Angel gelassen. Du sagtest, du bist ja damals am 8. Januar zum Kickboxen gekommen, weil du mit einer Freundin mitgegangen bist. Und ja, ganz offensichtlich bist du da bis heute dran geblieben. Sehr erfolgreich. Was begeistert dich oder was hat dich an der Sportart begeistert? Was begeistert dich daran heute? Die Vielseitigkeit. Du bist extrem fit. Du bist ja wirklich von Kopf bis Fuß durchtrainiert. Du bist konditionell trainiert. Du bist kraftmäßig trainiert, nicht zu viel auftrainiert. Den Fehler machen viele Jungs. Die meinen, je mehr Bizeps, desto stärker sind sie. Das ist Quatsch. Und dann gleichzeitig die Ruhe zu bewahren im Ring. Man kann wahnsinnig viel taktisch arbeiten. Also gerade bei diesen 10 Runden kämpfen, das ist mega, wie man sich dann so auf den Gegner einstellen kann, die Nuss knacken kann, dieses taktische Arbeiten. Aber auch, dass man einstecken muss. Also ja, ich kenne so viele Leute, die sind ganz toll im Austeilen. Und weh, die fangen mal eine, ne? So was Jaule groß und alles böse. Nee, das gehört dazu. Also du wirst schon hart mit der Zeit. Also am Ende, jetzt bin ich längst nicht mehr so hart, aber am Ende habe ich Sachen gefressen, das war mir wurscht, ja. Und weil du halt auch einfach extrem fit bist, der Körper reagiert. Als Kampfsportler hat man in der Regel ein gut ausgeprägtes peripheres Sehen. Das heißt, man sieht, selbst wenn du selber noch gar nicht bewusst wahrgenommen hast, siehst du die Schläge kommen und reagierst. Und ich mochte dieses, oder ich mag dieses Ehrliche. Ja, da ist halt nicht viel Platz für Ausreden. Und was einfach ganz wichtig ist, und sonst würde ich habe ja auch wieder angefangen, ich habe als Kinder mein Training, mein Verein geliebt und ich liebe jetzt die Stekos. Also es ist einfach ein ganz tolles Studio, so familiär. Und wenn ich trainiere in der Regel früh, weil nachmittags ist mir zu viel los, gehe ich früh vorbei, dann sind wir 10, 15 Leute, maximal 15 Leute, die da trainieren. Das ist einfach super, ja. Das ist einfach
stark, wenn du da früh schon eine Stunde mit ein paar kräftigen Jungs trainiert hast und davon auch im Ring gestanden hast, ist schön, einfach schön. Du hast eben einen Punkt angesprochen und das ist dieses, dass du beim Kampf ruhig bleibst. Musst du wahrscheinlich sehr gut darin sein, deine Emotionen so auf dem Level zu halten, dass du klar denken kannst, dass du fokussiert sein kannst. Kannst du uns dann Einblick geben, wie du das machst? Ich kann mir vorstellen, wenn man dann eine abkriegt oder der Gegner irgendwas macht, was man nicht gut findet, ja, weil man einen anderen Plan hat, dass einen das schnell mal aus dem Konzept bringen kann. Und das sind ja auch Situationen, die man in anderen Lebensbereichen genauso hat. Beispiel, jemand nimmt dir die Vorfahrt. Ja, einige ticken dann aus im Straßenverkehr. Vielleicht ist das eine ähnliche Situation. Was hilft dir dabei, da mental stark zu bleiben? Ich habe nie behauptet, dass ich ruhig bleibe, wenn mir mal meine Vorfahrt nimmt. Nein, Spaß beiseite, es kommt auf die Tagesform an. Also ich bin nicht emotional in den Kampf rein. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Warum auch? Also die Gegnerin will meinen WM-Titel, aber prinzipiell habe ich ja gegen diese Frau nichts. Das heißt, ich habe mich im Vorfeld von den Gegnerinnen ferngehalten. Ich habe keine Videos geguckt. Also mein Trainer hat 100-mal die Videos geschaut und wir haben uns explizit auf die Gegnerin natürlich eingestellt. Aber ich selber habe keine Bilder im Kopf gehabt. Das heißt, ich habe auch nie irgendwie irgendwelche Filme geguckt über Kampfsportlerinnen oder so, damit ich gar nicht irgendwann auf eine treffe, gegen die ich dann kämpfen muss, sondern ich habe die wirklich so neutral gehalten. Es war für mich nur die sowieso, die halt so auf die Art und Weise kickt und auf die Art und Weise angreift oder so reagiert. Und meine Lösungsansätze sind die Techniken, die wir jetzt darauf trainiert haben. Aber ich habe mich nicht auf ein Bild eingeschossen oder auf eine Persönlichkeit. Das ist das eine. Ich habe auch vorm Kampf Hallo zu ihr gesagt. Schön, dass du da bist. Gute Anreise. Und das war's auch, ja. Ich wollte nicht nett zu ihr sein. Auch nicht unnett, weil, wie gesagt, das war für mich relativ emotionslos, dieser Kampf. Nicht die Freude dahinter über den Sieg und so, das ist was anderes. Aber so Gefühle wie Hass oder Wut oder so, das hat da drin nichts verloren in meinen Augen. Das macht dich blind in der Gefahr. Ich meine, was anderes ist, wenn du im Kampf so, ich hatte ja eine Niederlage, da habe ich auch bis zum Schluss noch weiter gekämpft, aber das war dann auch nur teilweise nicht mehr ganz so sauber, einfach weil ich nicht mehr konnte. Mein Hirn war einfach auf Amöbenstatus zurückgesetzt. Aber das hat ja nichts mit Emotionen zu tun, sondern es war einfach nur gesundheitlicher Defekt, würde ich sagen. Aber ansonsten habe ich Emotionen versucht rauszuhalten, weil das ist einfach Blödsinn. Es gab zwei Gegnerinnen, wo ich es persönlich genommen habe, dass wir gegeneinander gekämpft haben und wo ich mich sehr drüber gefreut habe, dass ich noch mehr als sonst drüber gefreut, dass sie gewonnen haben, aber ansonsten hatte ich das eigentlich nicht. Und das war auch, weil da schon eine Vorgeschichte gab und deswegen habe ich immer geschaut, dass es keine Vorgeschichten gibt. Dann kannst du dich auf das konzentrieren, was du eigentlich machen willst. Das ist nun mal einfach deine Technik zeigen und gewinnen. Und wenn im Kampf was schief läuft, ja, das ist ja nicht ihr Fehler, wenn sie probiert zu gewinnen. Also das ist ja dann mein Fehler, dass ich irgendwie einen Schlagabzug also dann zugelassen habe oder dass ich auf einen Trick reingefallen bin. Also das, aber da kommt natürlich die Erfahrung zu. Die Reife hatte ich in den ersten WM-Kämpfen noch nicht und ein paar Jahre später hast du sie. Also du wirst ja mit jeder Herausforderung wächst du ja und bist stärker. Gibt es Menschen, die keinen Kickboxen machen könnten oder sollten? Gibt es da vielleicht eine Altersgrenze oder gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die man mitbringen sollte, bevor man ins Training reingeht? Was Kickboxen sicherlich nicht ist, ist eine Geschlechtersache, dass Männer Kickboxen können und Frauen nicht. Das ist Blödsinn. Den Sport an sich, also die Technik am Sandsack, eine Pratze oder mit Partner, das ist grundsätzlich für viele geeignet. Wenn man halbwegs koordinativ ist und halbwegs gedehnt ist, ich sage ja immer, die meisten Männer machen nur deshalb Low-Kicks, weil sie einfach nicht höher kommen. Das ist nochmal eine Variante, wo man unterhalb der Gürtellinie auf den Oberschenkel treten kann, wie zum Beispiel beim Thai-Boxen. Das habe ich aber aus gesundheitlichen Gründen nie gemacht. Und dann ist es nochmal ein Sprung in den Ring zu gehen. Und dafür braucht es eine gewisse Härte, es braucht diese Ruhe, es braucht die Fähigkeit zu kassieren. Und das können viele nicht. Also auch Leute, die denken, sie können das ganz oft nicht. Deswegen ist es schon nochmal ein Sprung vom Kickboxen, Techniktraining rein in den Ring. Das ist dann schon nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Das ist tatsächlich nicht für jeden geeignet, aber warum auch? Also nicht jede Sportart ist für jeden geeignet. Also für mich ist jetzt Tanzen wahrscheinlich auch nicht so das Gelbe vom Ei. Und das ist trotzdem ein toller Sport, nur bin ich halt nicht geeignet dafür oder Tennis oder was weiß ich. Also das sind ja auch tolle Sportarten, ich bin wahrscheinlich nicht dafür geeignet. Also von daher sehe ich das jetzt nicht so wild. Aber was man schon beim Kickboxen lernt, ist oder vielmehr bekommt, ist Selbstbewusstsein. Und es ist halt, wie gesagt, für die Fitness ist es unglaublich geil. Du hast 2011 Biggest Loser angefangen, parallel noch 2 Jahre weiter als Profisportlerin. Und diese Sendung, The Biggest Loser, als Moderatorin betreut, aber auch als Teamchefin, inzwischen auch als Trainerin. Hast du aus dieser Zeit so eine Lieblingserfolgsstory? Oder welche wäre das? Nee, kann ich so nicht sagen, weil ich einfach zu viele Menschen betreut habe im Laufe der Jahre. Meine Lieblingsstory sind immer die, wenn ich Jahre später sehe, dass sie immer noch erfolgreiche Leben umgekrempelt haben. Das schaffen nicht alle, aber es schaffen sehr viele. Und das ist tatsächlich was mich total glücklich macht, weil du dann siehst, es geht tatsächlich. Wir haben so viele, die ihr Gewicht halten, die sportlich aktiv sind. Wir haben etliche Kandidatinnen und Kandidaten, die ihren Trainerschein gemacht haben, die jetzt selber als Vorbild für andere dienen. Und was halt auch immer wieder schön ist, wenn sie dann Eltern werden. Und das war einfach ganz oft vorher gar nicht möglich. Das ist natürlich auch nochmal eine Erfolgsstory auf einem ganz anderen Level. Einige kennen vielleicht, es gab mal so eine Studie in den USA, die auch mit Biggest Loser Kandidaten durchgeführt wurden. Und da kam dann raus, dass viele von denen auch krasse Erfolge in kurzer Zeit vorweisen konnten, dann 1-2 Jahre später das leider nicht halten konnten, die halt wieder zugenommen haben, wieder so ein bisschen in ihr altes Leben reingerutscht sind. Und das finde ich auch wichtig. Du betonst ja, dass das viele schaffen, dran zu bleiben an einem gesunden, fitten Lifestyle. Was glaubst du, machen die anders, die das schaffen, ihr Gewicht zu halten und einen gesunden Lebensstil auch aufrechtzuerhalten? Also das Entscheidende, das ist völlig wurscht, ob du langsam abnimmst oder schnell abnimmst. Das Entscheidende ist, dass du dein Leben komplett umkrempelst, und zwar langfristig. Viele Menschen setzen sich ein Ziel, meinetwegen, ich will 40 Kilo abnehmen. Dann haben die dieses Ziel und dann werden sie wieder rückfällig. Und das meinte ich mit, es ist völlig wurscht, ob du das langfristiger oder über einen längeren Zeitraum reist oder schnell. Die einen machen es innerhalb von einem halben Jahr, wie bei uns, und andere machen es innerhalb von einem Jahr. Das Entscheidende ist, was machst du ab dem Punkt, wo du das erreicht hast? Und wenn du dann wieder anfängst, so zu leben, wie bevor du das angefangen hast, Gewicht zu verlieren, dann wirst du wieder rückfällig. Und man muss wirklich verinnerlichen, dass ab jetzt gesund gegessen werden muss und dass ab jetzt Bewegung ins Leben gehört. Das ist das Allerwichtigste, diese Konsequenz über einen langen Zeitraum. Und am Anfang ist halt der Körper auch noch komplett falsch gepolt, also seitens Insulinresistenz, seitens der Darmflora, seitens wie die Fettzellen reagieren. Also, dass sie viel, viel schneller Fett praktisch aufnehmen oder in Fett umwandeln, die Kalorien, die übrig bleiben oder die auch nicht übrig bleiben. Wenn man schwer übergewichtig ist, lagert man viel, viel schneller Fett ein als jemand, der nicht übergewichtig ist. Und all das läuft ja falsch. Und daran muss man den Körper erstmal entwöhnen. Und das geht nicht innerhalb von 2, 3, 4, 5 Wochen. Ja, das ist ein langer Prozess. Wenn jemand über viele, viele Jahre zugenommen hat, dauert es auch ganz oft viele Jahre, bis der Körper wieder ganz normal funktioniert. Und natürlich kann man dann irgendwann wieder anfangen, Weihnachten Plätzchen zu essen. Und irgendwann kann man auch wieder anfangen, einen Teller voll Nudeln reinzuknallen. Aber das dauert. Und vor allem nicht in der Anfangszeit, weil halt einfach noch alles falsch gepolt ist sozusagen. Und dann kann man allmählich langsam wieder anfangen und vor allem muss man so ehrlich zu sich sein und sich Grenzen setzen, bis wie viel ich mal zunehmen darf. Also keiner soll sich 365 Tage im Jahr selbst geißeln, ja? Wenn ich zu einem Geburtstag eingeladen bin, dann feier bitte den Geburtstag, ja? Und dann guck auch mal nicht drauf. Also zumindest zu einem späteren Zeitpunkt. Am Anfang in der Vollabnehmphase bitte schon.
Aber da muss ich halt am nächsten Tag wieder aufpassen und am übernächsten Tag. Oder ich setze mir eine Grenze, wenn eine stressigere Phase im Job kommt oder was weiß ich. Ich darf 3 Kilo zunehmen. 3 Kilo sind relativ schnell wieder unten. Aber nicht dieses, oh Gott, ich habe zugenommen, jetzt meide ich mal die Waage und dann sind es plötzlich 10 Kilo und dann sind es plötzlich 15 Kilo und dann wird es schon wieder richtig schwierig. Ja? Deswegen enge Grenzen setzen, da dann zügig reagieren und wirklich dieses Andersleben, also mal Cheatfutter oder Süßigkeiten, das sollte immer die Ausnahme sein. Und ich sündige auch, ich werde immer gefragt, sündigst du überhaupt? Ja, natürlich sündige ich, aber ich muss auch nicht abnehmen, Leute. Ich habe mein Idealgewicht, seitdem ich auf der Welt bin, gefühlt. Und ich setze mir aber auch enge Grenzen. 63 ist mein absolutes Wohlfühlgewicht. Und wenn ich 65 bin, dann haue ich schon die Bremse rein, ja? Dann mache ich mal 2-3 Tage, friss die Hälfte und ziehe mein Training an. Also sprich, gehe länger joggen oder knall ordentlich am Samstag oder so, und ist es wieder unten, weil ich halt sofort reagiere. Ich werde ganz oft gefragt, was ist der einfachste Weg abzunehmen? Der einfachste Weg abzunehmen ist es, nicht zuzunehmen. Das klingt total gaga, aber die Disziplin, die ich aufbringen muss, um nicht zuzunehmen, ist ein Vielfaches geringer von der Disziplin und dem Aufwand, den ich betreiben muss, um abzunehmen. Ich meine, am Ende ist es so, wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder die Möglichkeit hat, schnell zuzunehmen. Und ja, die Veranlagung spielt eine Rolle. Einige Menschen reagieren da empfindlicher, nehmen schneller zu als andere. Ich weiß das von mir. Wenn ich nicht eine gewisse Achtsamkeit habe, dann geht das bei mir auch aus dem Ruder. Das, was du beschreibst, ne? Ich fühle das, wenn ich 1, 2, vielleicht auch 3 Kilo mehr drauf habe, dann fühle ich das an meinem Körper und dann merke ich so, okay, jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Und das ist dann leichter umzusetzen, als wenn man mehr zulässt. Das wäre also ein Erfolgsfaktor an der Stelle, den wir vielleicht festhalten können, so eine gewisse Achtsamkeit und dann schnell nachjustieren. Das sagtest du ja eben auch, mal Weihnachten oder eine Geburtstagsfeier oder auch mal einfach ein schöner Abend, wo man mal 5 gerade sein lässt, ist, glaube ich, auch irgendwo wichtig im Leben. Und dann ist der nächste Tag der wichtigste, wo ich dann sage, was mache ich jetzt? Ja, das Gemeine ist natürlich, wenn man ein Leben lang so gelebt hat, dann reagiert der Körper oder sagt es einem auch. Also mein Körper sendet mir die Signale, weil er weiß, dass ich reagiere. Ja, sprich, wenn ich jetzt die Woche zum Beispiel, ja, Samstag, erste Weihnachtsfeier, Plätzchenvöllerei, was weiß ich, am nächsten Tag, zweite Weihnachtsfeier, Riesenbuffet, ich hätte weitermachen können, mein Körper nur so, oh bitte, du gehst jetzt sowohl an der Gans vorbei, als auch am Schnitzel und was weiß ich. Also ich habe richtig gemerkt, wie mein Widerwille da war. Ich wollte das gar nicht essen, ja. Ich habe es auch nicht gegessen, muss ich ja nicht. Oder weil der Körper selber gesagt hat, nee, das ist gerade zu viel, das brauche ich nicht mehr. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele nicht mehr können oder der Körper es dann auch irgendwann verlernt hat, weil er sowieso nie auf ihn gehört wurde, dann braucht er es auch nicht zeigen. Dann sieht man es und dann ist die Gier da und die Lust darauf ist viel größer als entweder das, ich brauche es eigentlich gar nicht mehr, oder die Vernunft. Ich hatte jetzt ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit der ehemaligen Kandidatin, der Annika, die super ihr Gewicht hält, die jetzt sich gerade auf Marathon vorbereitet und jetzt schon mehrmals einen Halbmarathon gelaufen ist. Und die hat auch gesagt, weißt du, Chrissy, jedes Mal, wenn ich irgendwie die Lust verspüre, irgendwas zu essen, von dem ich eigentlich weiß, dass es nicht passt, dann halte ich kurz, oder grundsätzlich esse, dann halte ich kurz inne, bevor ich zulange und überlege, was wäre jetzt die bessere Alternative. Und das ist eigentlich ein ganz schlauer Move, weil wie oft gehen wir einfach nur zum Schrank rüber, machen auf und holen irgendwas raus. Dieses kurz innehalten, es erfordert Disziplin, aber abnehmen erfordert grundsätzlich Disziplin. Aber das ist eigentlich ein netter Trick, ohne so mit dem Holzhammer zu kommen und krasse Diät oder was weiß ich. Und sie macht das fantastisch. Einmal innehalten, kurz nachdenken, dann eine bewusste Entscheidung treffen. Ja. Du hast schon, sagtest du ja, über viele Staffeln Kandidatinnen und Kandidaten begleitet. Welche Dinge können wir über Fitness, über Gesundheit, auch über das Dranbleiben von diesen Menschen lernen? Oh, viel. Zum einen die bewusste Entscheidung,
ich muss mein Leben ändern. Auch die bewusste Entscheidung, wow, ich krieg's nicht alleine hin, ich muss mir Hilfe suchen. Und es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Also wir sind nicht die einzige wahre Lösung, ja. Aber für manche sind wir genau die richtige Lösung. Weil die auch so ein bisschen den öffentlichen Druck brauchen, die auch das brauchen, dass Ramin und in Zukunft auch ich, weil ich ja jetzt auch Trainerin bin, 24 Stunden daneben stehen und aufpassen. Oder fast 24 Stunden. Manchmal wünschte man sich 24 Stunden. Dass sie dies brauchen, also diese bewusste Entscheidung zu treffen, ist das eine, den Mut zu haben, zu gestehen, dass es so, wie es jetzt läuft, das Leben nicht weitergehen kann. Das erfordert Mut. Es erfordert Mut, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der so oft übersehen wird beim Übergewicht. Weil ganz, ganz viel hat Übergewicht, schweres Übergewicht. Ich rede jetzt nicht von 5 oder 10 Kilo. Schweres Übergewicht eine seelische Ursache. Und wenn die nicht gelöst ist oder herausgearbeitet ist, dann wird sich da nicht viel ändern, weil ja das Grundproblem nicht gelöst ist. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich dem. Das erfordert wahnsinnig viel Mut. Und es sind viele Geschichten dabei, die wir nicht erzählen im Fernsehen, um unsere Kandidaten zu schützen. Es ist sehr oft sexueller Missbrauch ein Hintergrund, sehr oft Gewalt in der Ehe. Was man dann schon eher erzählen kann, ist oft die Trennung der Eltern in der vulnerablen Phase der Kindheit. Ganz oft. Also es sind so, wo dann diese Ersatzmechanismen plötzlich sich gesucht werden, um sich wenigstens für einen kurzen Moment Glücksmomente zu schaffen. Irgendwann wird es dann eine Sucht und irgendwann entgleitet es dann ganz. Also die sind ja nicht, die meisten sind nicht freiwillig und gerne übergewichtig, sondern es ist halt einfach eine Sucht. Und dann aber die Disziplin aufzuwenden, da durchzubeißen und das, am Anfang haben sie die noch nicht. Das ist wirklich nicht so, die kommen zu uns und sind erstmal erstaunt, wie anstrengend es ist. Dabei ist es am Anfang eigentlich noch gar nicht so hart, aber es ist für jemanden, der halt schon ewig keinen Sport mehr gemacht hat, super, super hart. Jeder, der so ein bisschen Sport macht, der würde wahrscheinlich noch nicht mal einen Tropfen Schweiß verlieren. Und es dauerte ungefähr 5-6 Wochen und dann ändert sich das Mindset. Und dann kommt man hin und dann trainieren die schon fleißig, achten selber auf die Ernährung, haben richtig Bock entwickelt. Und dann kommt diese intrinsische Motivation. Das ist interessant. Du sagst 5-6 Wochen. Das heißt auch für alle, die vielleicht jetzt zuhören und sagen, okay, ich ändere jetzt was, ja. Ich fange an zu trainieren, ich ändere meine Ernährung. Das ist eine wichtige Phase, da wirklich 4-5 Wochen sich auch Zeit zu geben. Weil viele sagen ja immer am Anfang, oh Danny, das ist nichts für mich. Ich weiß nicht, andere haben da Spaß dran, ich nicht. Dass das auch wirklich eine Zeit dauert, ne? Die meisten überfordern sich am Anfang. Wir bei Biggest Loser müssen gleich einsteigen, aber da sind ja die Trainer die ganze Zeit mit dabei. Das ist was anderes. Und vor allem können wir das Training ja super gut steuern und es wird jeden Tag angepasst, jede Trainingseinheit. Aber wenn man alleine ist, die meisten überfordern sich. Die nehmen jetzt am 1. Januar, warum es auch immer der 1. Januar sein muss, fangen sie dann eine Null-Diät an, ja? Dann wird plötzlich auf alles gleichzeitig verzichtet. Dann wird mit dem Training angefangen, am besten gleich versuchen, eine halbe Stunde am Stück zu laufen oder ins Fitnessstudio zu gehen und brutal zu knallen. Kürzeste Zeit ist der Körper ausgelaugt, das Joggen macht keinen Spaß und der Körper fordert all die Nahrungsbestandteile zurück, die ihm 4 Wochen lang am Stück vorenthalten werden. Also das sind diese Hauruck-Aktionen, dann noch am besten hungern, so dass der Körper schön den Grundumsatz runterfährt, ja. Und kaum kriegt er was zu essen, speichert er alles als Fett ein, damit für die nächste Hungerphase, die bestimmt kommt, alles schon mal beiseite gelegt ist. Und so, das ist die Grundlage vom Jojo-Effekt. Dann knallt nämlich das Gewicht ganz schnell wieder hoch. Das ist also grundsätzlich ein Problem, dass Menschen, wenn sie dann anfangen, das extrem übers Knie brechen. Und deswegen kann ich nur raten, sich am Anfang zum einen Trainingspartner zu holen, mit dem man sich verabredet, dass man so Partner hat, mit dem man sich gegenseitig pushen kann, feste Trainingszeiten im Kalender eintragen, dass man die nicht wegschummelt, sich gerne am Anfang Profi dazu holen, das muss nicht jetzt Fitnesstrainer, das kann auch jemand sein, der sich ein bisschen besser damit auskennt, aber auf jeden Fall jemand, der einen anleitet, so langsam zu starten und nicht gleich in die Vollen zu gehen, sich mit der Ernährung auseinanderzusetzen, welche Nahrungsstoffe brauche ich oder Nährstoffe, wie viele Kalorien brauche ich überhaupt, so ein bisschen sich damit auseinanderzusetzen und auch einfach mal sich selbst vielleicht mal eine Woche bilanzieren. Wie viele Schritte habe ich am Tag gemacht? Sind wir mal ehrlich, was habe ich gegessen? Hoppala, ich war ungefähr 10 Mal an der Naschschublade
Oder ich bin im Büro viermal ins Nachbarbüro gerannt und habe bei denen geplündert. Also solche Sachen einfach mal ehrlich aufschreiben und dann kommt nämlich eine ganze Menge zusammen. Und wenn man da schon anfangen würde, all den Mist rauszustreichen, das ist schon die halbe Miete. Gibt es bestimmte Fehler, die dir einfallen, die Menschen häufig machen, die abnehmen wollen, die vielleicht auch schon erste Erfolge sehen und dann nicht dranbleiben? Eins habe ich ja gerade schon angesprochen, dieses zu viel wollen am Anfang. Viele machen den Fehler, dass sie hungern. Das funktioniert nicht. Der Körper soll nicht hungern. So schnell fängt er auch nicht an zu hungern. Wenn man ausgewogen ernährt, dann hungert man nicht, nimmt trotzdem nicht zu viele Kalorien zu sich. Die Leute unterschätzen, was in Getränken für Kalorien enthalten sind. Dass wenn es da mal einen Rückschlag gibt, also selbst wenn ich alles richtig mache, selbst wenn ich mich komplett an alles halte und eigentlich alles perfekt mache, wird es Wochen geben, in denen ich nicht so toll abnehme. Weil unser Körper ist nun mal keine Maschine, wo du an dem Rädchen drehst und an dem und dann kommt hinten das und das raus. Sondern gerade bei Frauen spielt der Hormonspiegel eine Rolle. Aber auch dann kommt mal Steady State, weil sich vielleicht mehr Muskulatur aufbaut. Oder vielleicht ist das Training dann zu einseitig geworden, weil die Leute machen dann auch immer wochenlang das Gleiche, halt vielleicht ein bisschen das Training ändern. Aber viele, also dann kommt so ein kleiner Rückschlag und schmeißen dann komplett hin. Und ich glaube, ein Problem ist, oder ich bin fest davon überzeugt, ein Problem ist, dass die Leute sich zu große Ziele setzen. Also wenn jetzt zum Beispiel einer 40 Kilo abnehmen will, dann denkt er die ganze Zeit an diese 40 Kilo. Ich sage immer, Leute, hört auf, an diesen großen Zahlen zu denken, denkt von Woche zu Woche. Und zwar realistisch. Also nimm pro Woche meinetwegen 500 Gramm ab. Dann schaffst du in der ersten Woche 2 Kilo. Oh, bam, 1,5 Kilo drüber. Zweiten Woche 1 Kilo. Bam, 0,5 Kilo drüber. Mega. Und dann kommt diese Woche 4 oder 5, wo es halt nicht so hinhaut. Das ist vielleicht nur 200 Gramm. Aber dann bin ich halt am Ziel 300 Gramm vorbeigeschlittert. Ist nicht so wild. Ja, Hauptsache du hast nicht zugenommen. Aber wenn ich dann immer nur von den 40 Kilo rede, bin ich halt meinetwegen immer noch 35 Kilo von meinem Ziel entfernt. Und das ist frustrierend. Ich kann keine Erfolgserlebnisse feiern, wenn ich immer nur an dieses Riesenziel denke, was immer noch so weit weg ist. Kleine Schritte, kleine Wochensteps und dann auch wirklich auf die Schulter klopfen, sich belohnen bitte. Nicht mit einer Sahnetorte, aber meinetwegen ins Kino gehen oder Wellnessmassage oder was weiß ich. Aber sich selber auch dafür feiern und sich selber belohnen. Die Leute sehen ganz oft nur das Negative, das, was nicht klappt und nicht das, was geklappt hat. Sie setzen sich zu große Ziele, sie wollen es mit dem Vorschlaghammer und sie hungern und sie übertreiben beim Sport und zu wenig Abwechslung. Ich musste gerade dran denken, als du das meintest mit den kleinen Zwischenzielen. Bin früher jahrelang Marathon gelaufen und das ist ja auch eine ganz schöne Strecke. Also auch selbst, wenn man das schon mal gemacht hat, finde ich, ist das, wenn man dann so am Start steht, so 42 Kilometer ist ganz schön weit. Und ich habe das damals unbewusst eher gemacht. Ich habe mich immer nur auf die nächsten, das sind ja alle Kilometer stehen Schilder. Ich immer nur von einem Kilometer zum nächsten. So, jetzt nächste Kilometer, jetzt der nächste Kilometer. Und das sind halt immer nur 5 Minuten Abschnitte, ne? Und am Ende hast du aber die ganze Strecke. Klar, braucht das Training und so weiter. Aber trotzdem, dieser Moment würde ich mir sowas vornehmen und dann die ganze Zeit nur so, oh, jetzt noch 40 Kilometer. Ja, genau. Oh, jetzt noch 39. Also 38. Ja, aber genauso habe ich auch das mit dem Kickboxen gemacht. Ich habe immer nur bis zum nächsten Kampf gedacht. Und das dann nochmal in kleineren Schubladen. Das nächste Training muss super laufen. Und das nächste Training muss super laufen. Ja. Und was am nächsten, wenn die Leute mich gefragt haben, was machst du nach dem Kampf? Und ich so, ganz ehrlich, keine Ahnung. Urlaub, das weiß ich. Aber ansonsten, ich weiß es nicht. Ich habe immer nur exakt bis zu diesem Tag gedacht und alles dem untergeordnet. Aber dieses kleine Schubladendenken, das hilft, weil sonst ist das Ziel viel zu groß und kann so schnell wegrutschen. Und dann ist das, wie wenn man versucht, zum Horizont zu gehen. Den wird man nie erreichen. Aber da vorne bis zum Wald erreiche ich. Und dann durch den Wald erreiche ich auch. Und dann zum nächsten Dorf erreiche ich auch. Selbst bei diesem kleinen Zwischenziel kann es ja sein, dass ich das nicht erreiche, ne? Du sagst, das nächste Training. Was ist, wenn es dann nicht läuft oder man da auch kleinere Misserfolge hat? Das ist, glaube ich, auch etwas, was viele Menschen dann aus der Bahn wirft und sie wissen nicht, wie sie damit umgehen können und sind frustriert. Wie gehst du mit sowas um, auch mit so kleineren Misserfolgen, um dann weiter an dem nächsten Ziel dran zu bleiben? Fehler sind dazu da, zu lernen. Also man muss man sich halt hinsetzen und schauen, was ist denn falsch gelaufen? Ja? Warum hat das nicht geklappt?
jetzt mal aufs Abnehmen zum Beispiel, nochmal überlegen, was hast du die Woche gegessen? Nochmal rekapitulieren. Vielleicht war das Langosch doch nicht so eine schlaue Idee. Oder esse ich vielleicht zu wenig? Ja, also das Problem haben wir oft bei unseren Kandidaten, die immer sagen, Leute, bitte essen, hallo, kein Auto fährt ohne Benzin. Und also solche, dass man sich wirklich hinsetzt und Fehler überlegt. Vielleicht sind es auch manchmal Sachen, die man nicht ändern kann. Zum Beispiel, wenn man seine Periode bekommt, 1,5 Liter Wasser einlagert, dann ist das so. Kann ich das abhaken? Ist es so, dass ich das Training zu einseitig gemacht habe, dass ich vielleicht jetzt schon deswegen ins Übertraining komme? Kann man da ein bisschen was machen? Oder bin ich schon so trainiert, dass ich jetzt einfach nachschärfen muss, weil es einfach den Körper nicht mehr fordert? Weil der passt sich ja relativ schnell an und relativ schnell sinkt auch der Kalorienverbrauch während einer Belastung, weil einfach die Belastung für den Körper gar nicht mehr so anstrengend, weil er sich so schnell adaptiert hat. Und dementsprechend muss halt neu justiert werden. Ja. Aber das ist kein Grund zu verzweifeln. Das ist ein Grund, innezuhalten und nachzukorrigieren und dann fahre ich weiter. Aber es ist kein Grund zu verzweifeln. Wäre sogar ein Grund, stolz auf sich zu sein, oder? Diesen Punkt erreicht zu haben, wo der Körper sich angepasst hat, wo ich auch einen anderen Bedarf habe, weil ich leichter geworden bin. Ja, das ist auch was wirklich immer jedes Jahr wieder mit unseren Kandidaten erleben, die da total frustriert sind. Aber ich habe dasselbe gemacht wie letzte Woche. Richtig, du musst mehr machen. Tut mir leid. Deswegen arbeite ich ganz gern über den Puls, nicht über meinetwegen jetzt km/h auf dem Laufband oder irgendwelche Widerstände auf dem Stepper, sondern tatsächlich über den Puls, weil da muss ich halt mehr tun, um diesen Puls zu erreichen. Ja. Und am Ende fühlt es sich ja genauso an. Also das schwere Gewicht, das mir am Anfang schwer vorkam, wenn ich dann stärker werde, dann fühlt sich das halt leichter an. Also das heißt subjektiv, auch wenn das jetzt vielleicht erstmal krass klingt, ja, da musst du mehr machen. Subjektiv fühlt sich das aber gar nicht so an. Also bereitet sich ja ein Leistungssportler auch vor. Also ein Leistungssportler, wenn ich jetzt auf den WM-Kampf gegangen bin, da habe ich am Anfang Grundlagen gemacht. Ich habe auch die ersten 2 Wochen durchgehend Muskelkater gehabt. Und wenn ich dieselbe Training 8 Wochen später mache, Richtung Wettkampf, dann würde müdes Zucken dann nur kommen. Dann war das keine Herausforderung mehr. Ja, da kamen dann die ganz, ganz, ganz ekelhaften Trainingseinheiten, die man gehasst hat ohne Ende, die auch wirklich, wirklich anstrengend waren. Aber die haben dafür gesorgt, dass du das Quäntchen besser bist als der andere, weil du im Training geblutet hast und nicht im Ring. Ich würde ganz gerne nochmal auf dein Buch zu sprechen kommen. Liebe leichter heißt das. Hast du zusammen mit dem Ernährungswissenschaftler Professor Dr. Nikolai Worm verfasst. Worum geht's in dem Buch? Es geht um eine Thematik, die immer mehr Relevanz hat und keiner spricht drüber, deswegen weiß man es gar nicht. Und zwar sexuelle Dysfunktion und Unfruchtbarkeit bei Übergewicht. Die Schamgrenzen sind hoch. Auch das Unwissen, dass vielleicht die Unfruchtbarkeit, die man hat, oder die Tatsache, dass man keine Erektion bekommt, jetzt beim Mann, dass da kein Bewusstsein herrscht, dass das eventuell mit meinem Lebensstil zu tun haben könnte. Und das ist aber der Fall und das Problem wird immer größer und das Problem verlagert sich vor allem auch immer weiter nach vorne. Es ist völlig normal, dass Menschen im Laufe ihres Lebens sexuell weniger aktiv sind. Es ist aber nicht normal, wenn das mit Anfang 20 der Fall ist. Es ist völlig normal, dass Frauen irgendwann unfruchtbar sind. Es ist aber nicht normal, wenn sie das mit Mitte 20 sind. Da ist die Forschung in den letzten Jahren weitergekommen, dass es einen sehr engen Zusammenhang gibt zwischen Übergewicht, im Zusammenhang mit Insulinresistenz, im Zusammenhang mit Entzündungen, Fetteinlagerungen im Körper, die dann letztendlich dafür sorgen, dass Männer keine Erektion mehr bekommen, aber auch die Spermienqualität stark nachlässt und auch weniger vorhanden sind. Und bei Frauen, dass es ganz oft eine Unfruchtbarkeit vorhanden ist im Zusammenhang mit polyzystischen Ovar-Syndrom, aber auch, dass Sexualität nicht mehr als befriedigend wahrgenommen wird, wobei das bei Frauen ein bisschen vielschichtiger ist. Also die Ursachen, Männer ist ja immer on oder off, bei Frauen können es Schmerzen sein, kann sein, dass sie nicht feucht werden, kann sein, dass sie das grundsätzlich machen können, aber keine Lust empfinden. Da spielen dann auch noch viel mehr auch psychische Faktoren eine Rolle, zumindest bei dem Erleben der Sexualität.
Aber auch das, wenn man sich in seinem Körper nicht wohlfühlt, tut man das auch nicht vor anderen. Also was war der Aufhänger, dass du oder dass ihr gesagt habt, dieses Buch müssen wir schreiben? Die Idee kam tatsächlich von Nikolai. Nikolai trägt dieses Thema schon länger mit sich herum und wollte da Aufklärung betreiben, und weil die Studienlage immer eindeutiger wurde und auch immer mehr darüber geforscht wurde, aber es blieb so ein Medizinerkreis. Also es drang nicht an die Öffentlichkeit. Also die es betrifft oder die es interessiert, die hat es nicht erreicht. Er hat aber keinen Verlag gefunden. Und dann hat sich GU dann gesagt, ja doch, wir trauen uns an das Thema ran. Und das Thema ist halt irgendwie trotzdem nicht sexy, obwohl es eigentlich sexy ist. Und dann hat er aber gesagt, ich kenne mich sehr mit Ernährung aus, aber ich traue mir den medizinischen Part nicht zu. Und dann hat er mich angefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, den Teil zu übernehmen. Und ja, wir sind keine Sexualmediziner und ja, wir sind keine Gynäkologen, wo man jetzt sagen würde, ja, das wären doch jetzt eigentlich die Richtigen für dieses Buch, oder Endokrinologen, also Hormonärzte. Aber wir sind ein Teil der Lösung, nämlich die Lösung ist die Änderung des Lebensstils. Und da sind wir wiederum die Spezialisten. Ich vor allem für den sportlichen Teil, er vor allem für den Ernährungsteil. Du hast ja auch viel Erfahrung jetzt über die ganzen Staffeln The Biggest Loser. Hast du da auch Erfahrungen gespiegelt bekommen, dass halt Teilnehmer gesagt haben, hey, mein Sexdrive hat sich verändert, vielleicht auch Kinderwünsche, die sich erfüllt haben, mehr Spaß am Sex, alle Themen, die halt vielleicht mit der sexuellen Funktion zusammenhängen? Ja, ganz oft. Also bei Männern sieht man es ja ganz oft, dass auch äußerlich, also sprich, dass man sieht, dass der Testosteronspiegel im Keller ist, aber dafür der Östrogen- bzw. Östradiolanteil relativ hoch ist. Das sieht man zum Beispiel an diesen sogenannten Gynäkomastie, also dass Männer Brüste entwickeln, weniger Bartwuchs, dann teilweise auch eine weibliche Verteilung des Fetts. Und viele reden nicht drüber, aber im Nachhinein kriegst du es dann doch mit, beziehungsweise als Mediziner siehst du es auch einfach. Und das ist dann natürlich auch gemein, wenn der Testosteronspiegel so unten ist, dann tut man sich auch ganz oft noch viel schwerer beim Abnehmen, als man es eh schon tut, weil sich auch die Muskulatur nicht so richtig aufbaut. Also es ist dann so ein Zirkulosus Viciosus, also sich selbst runterziehender Teufelskreis. Oder was wir jetzt auch wieder in dieser Staffel hatten, eine Kandidatin, jung, keine 30, der hat die Frau das schon vor Jahren gesagt, sie soll sich halt einfach damit abfinden, dass sie keine Kinder kriegen kann, weil sie ihre Tage nicht bekommt. Es hat 4 Wochen gedauert, da hat sie bei uns ihre Tage bekommen und sie hat jetzt einen regelmäßigen Zyklus. Dann haben wir auch immer wieder Kandidaten, die explizit zu uns kommen, weil sie Kinderwunsch haben, und dann kriegst du eine Karte oder kriegst halt mit, dass dann das Kind da ist. Und das ist echt schön. Vielleicht auch nochmal, wir sehen ja, da gibt es halt eine große Schnittmenge. Deswegen, ich habe mit Nikolai auch über das Buch schon gesprochen, da haben wir viel über die Faktoren in der Ernährung gesprochen. Ich verlinke es auch nochmal. Liebe Leichter heißt das Buch. Ich finde es sehr lesenswert, sehr motivierend. Und da sieht man halt auch mal, dass viele der Ansätze, die zu mehr Fitness führen, zu einer schlankeren, nachhaltig schlankeren Figur, zu mehr Gesundheit, eben auch diesen Bereich, und da hatten wir mit Nikolai auch drüber gesprochen, das betrifft, glaube ich, also wahnsinnig viele Menschen, keiner redet drüber, weiß die Zahlen nicht mehr ganz genau, aber ein ganz großer Anteil der Bevölkerung hat ein Thema damit. Da sehen wir halt auch, dass diese Lebensstilveränderung eben auch in anderer Richtung, was den Sex angeht, was vielleicht Kinderwunsch angeht, positive Effekte hat. Ich wollte ganz gern nochmal auch zum Thema Abnehmen, weil der Körperfettanteil ist ja hier auch ein wichtiger Anteil oder ein wichtiger Einflussfaktor auf die sexuelle Funktion. Was glaubst du, ist wichtiger zum Abnehmen, Ernährung oder Training? Das geht immer Hand in Hand. Also mir persönlich wäre es zu blöd, nur über Ernährung abzunehmen, aber natürlich wird das Gewicht am Kühlschrank gemacht. Also ich glaube, die Leute unterschätzen so ein bisschen, wie viel sie tatsächlich Kalorien verbrennen beim Sport und wie viel sie beim Essen zu sich nehmen. Also da ist immer so meistens so eine Diskrepanz. Also das Gewicht wird verloren am Kühlschrank. Aber deswegen gehört es zusammen. Gesundes Abnehmen
geht trotzdem nur im Zusammenhang mit Sport aus verschiedenen Gründen. Zum einen verbessert sich das Herz-Kreislauf-System. Zum anderen, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, baue ich Muskulatur auf. Muskulatur schützt zum einen die Gelenke. Muskulatur arbeitet permanent, verbraucht permanent Kalorien, beansprucht den Körper. Also selbst wenn Muskeln nichts machen, verbrauchen sie etwas, während Fettzellen einfach nur rumliegen und dann auch noch dummerweise Hormone produzieren. Also alles eine ungünstige Kombination. Das sorgt dafür, dass wiederum sich die Insulinresistenz deutlich verbessert oder ganz verschwindet. Das heißt, Sport ist vor allem nach hinten raus ein ganz wichtiger Faktor, um den Körper gesund zu halten. Und es gibt ja auch große Studien, die zeigen, dass Männer übergewichtig sind, aber Sport treiben, gesünder leben als schlanke Menschen, die keinen Sport treiben. Und das steht und fällt mit der arbeitenden Muskulatur. Und das muss jetzt keine so eine aufgepumpte Muskulatur sein, wie Bodybuilder hat. Das ist Quatsch. Aber so eine Arbeitsmuskulatur, die den Körper am Laufen hält, ist das A und O. Und das lohnt sich selbst dann noch, wenn man ein Leben lang nicht trainiert hat und dann erst eine Rente anfängt. Der Körper verliert ab dem 35. Lebensjahr, spätestens ab dem 40. Muskulatur. Und dem kann man nur entgegenwirken, indem man trainiert. Und das ist, und auch allein schon für das Herz-Kreislauf-System, also ich möchte nicht meine U-Bahn verpassen, weil ich Angst davor habe, dass ich gar nicht bis dahin rennen kann. Also ich finde, das ist so eine Alltagsfitness, die man doch eigentlich haben sollte. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum man seinen Körper nicht pflegt, weil wir haben de facto nur einen. Alles andere ist irgendwie ersetzbar, aber nicht der Körper. Gibt es da eine Präferenz, Krafttraining oder Ausdauertraining? Beides. In meinen Augen muss es Hand in Hand gehen. Weil de facto durch Joggen oder so baust du nicht wirklich gezielt Muskulatur auf. Empfiehlt sich eine Mischung aus Krafttraining und das muss gar nicht an den Geräten sein, aber Krafttraining und Ausdauertraining. Ich habe mich jetzt zum Beispiel, jetzt seit einem Jahr mache ich wieder Kickboxen und bin wieder im Studio, aber ich habe mich 9 Jahre lang ausschließlich dadurch fit gehalten, dass ich joggen war und am Ende in der Mitte der Laufrunde eine Viertelstunde Kraftzirkel eingebaut hat draußen in der Natur, Planks, Gehstützen, Ausfallschritt, was weiß ich, ja, Bäume mit eingebaut und keine Ahnung. Und dann bin ich wieder zurückgelaufen. Und das ist eigentlich die ideale Mischung. Also oder jeden Tag die Zähne putzen und gleichzeitig an der Wand hocken. Ja, 2 Minuten. Aber diese 2 Minuten werden dafür sorgen, dass ich Oberschenkelmuskulatur aufbaue, ja. Und das sind alles so Kleinigkeiten. Treppen sind super. Also die wiederum sorgen dafür, dass man Muskulatur aufbaut. Diese Bewegung in den Alltag einbauen und dann aber auch anstrengende Bewegung mit einbauen, wo einfach das Kreislaufsystem gezwungen wird, tatsächlich zu arbeiten. Und auch da, ja, unsere Gefäße haben ja auch eine Muskulatur, die dann trainiert wird. Und das Herz ist ein Muskel. Der Herz ist einfach nur ein großer Muskel, ja, wird trainiert. Lieferst in dem Buch auch viele Beispiele, wie man ja in seinen Alltag Bewegung reinbauen kann. Auch unter anderem ganz coole Workouts, die gar kein Equipment benötigen. Also auch da, viele glauben ja, sie müssten sich dann erst ein Homegym einrichten oder ins Fitnessstudio gehen. Und das macht die Hürde anzufangen ja auch viel größer. Ich habe es in den Gesprächen mit Klienten manchmal, dass sie dann so im Nachgang sagen beim Gespräch, ja, ich konnte ja jetzt nicht trainieren, ich war ja unterwegs. Und ich immer, warum hast du mir das nicht gesagt? Natürlich kannst du was machen. Aber das ist ja einfach nur eine Ausrede. Komm, dann gehst du in Google ein, Workout ohne Geräte. Hey, da kommen 1 Million Übungen. Also das ist wirklich nur eine Ausrede. Und genauso zum Beispiel war jetzt viel mit dem Zug unterwegs, ja? Im Zug kannst du ja nicht rumrennen, da kommst du nicht auf deine 10.000 Schritte. Ja, dann laufe ich halt zum Hotel. Oder ich laufe zu dem Ort, wo ich meinen Job habe, ja? Also wenn ich abends mitkriege, ich habe auf meiner Fitnessuhr habe ich 10.500 Schritte und ich muss zusätzlich zu den Kalorien, habe ich mir 500 Kalorien eingegeben, die ich jeden Tag verbrauche. So, das ist das, was ich mir als Minimum-Limit eingetragen habe. Ja, wenn ich das abends nicht voll habe, dann gehe ich nochmal einen Block oder ich mache hier einfach nur einen Boxerlauf auf der Stelle, bis das Ding erreicht ist und dann gehe ich ins Bett.
Meistens bin ich sowieso deutlich drüber, aber wie gesagt, es gibt solche Tage, so wie gestern, wo man halt 7 Stunden seines Lebens im Zug verpleppert und dann haut es halt theoretisch nicht mehr hin. Also muss ich mich zwingen. Und ich finde, das ist eine Disziplin, die sich lohnt. Und wir haben ja heute diese technischen Möglichkeiten, das problemlos umzusetzen. Also ich finde Fitness Tracker eine wirklich tolle Erfindung. Und die helfen einem doch unglaublich, so ein Gefühl dafür zu kriegen, was ich tue. Und das soll man doch nutzen, die Möglichkeit. Wenn man Übungen sucht, man kann natürlich meine Bücher kaufen. Haha, ich mach dich fit. Oder Pimp Your Running, das sind alles Übungen, die ich beim Joggen machen kann. Ich mach dich fit, das sind Übungen zu Hause, auch ohne Geräte ausschließlich. Aber die Möglichkeit gibt's. Also da braucht man noch nicht mal meine Bücher kaufen. Du sagtest eben schon, für dich gehört das zum Alltag dazu. Du bewegst dich jeden Tag, bekommst deine 10.000 Schritte voll. Bin übrigens auch ein Riesenfan von den Trackern oder Smartwatches. Es sind ja ganz viele Geräte. Selbst das Handy, wenn man es jetzt am Körper hat, misst ja die Schritte. Wo man halt auch sehen kann, wie du sagtest, ein Gefühl dafür bekommen, wie bekomme ich Bewegung unter, wo bekomme ich es. Und ich finde es übrigens auch immer interessant, gerade so auf Reisen, wenn ich mit meiner Partnerin irgendwo eine neue Stadt erkunde, wie viel Bewegung man eigentlich da unterbekommt. Und es fühlt sich gar nicht so an. Ich wollte aber auf ein anderes Thema noch zu sprechen kommen. Und zwar, was ist dein Warum? Also was motiviert dich, ja auch dein ganzes Leben schon, dabei so einen aktiven Lebensstil zu führen? Ich glaube, das ist so in mir drin. Und ich glaube, das wird in Kindheitstagen gelegt. Und deswegen bin ich bei meiner Tochter extrem dahinter, dass sie sich viel bewegt. Und zwar aus ihrer eigenen Motivation heraus, weil es ihr Spaß macht. Nicht, weil ich sie um Montag um 15 Uhr zu dem Sport karre und Dienstag um 16 Uhr zu dem und dann mit der Uhr daneben stehe. Aber ich glaube, das wird in der Kindheit gelegt. Oder da ist es einfacher, wenn es in der Kindheit gelegt ist. Man kann es auch später machen. Also ich merke das bei unseren Kandidatinnen und Kandidaten. Das sind welche dabei, die sich ihr Leben lang nicht bewegt haben. Da dauert der Prozess dann länger, aber auch die können das so verinnerlichen, dass sie es dann zum Leben brauchen, sie sich unwohl fühlen, wenn sie sich nicht bewegen. Das sollte aber möglichst nicht aus einem schlechten Gewissen herauskommen, sondern aus einer intrinsischen Unruhe, dass der Körper sich bewegen will. Aber am einfachsten geht's, wenn man es in der Kindheit legt. Und deswegen finde ich, wir versauen uns echt Generationen, dass wir zu wenig Wert darauf legen, dass Kinder Spaß am Sport haben, dass Kinder regelmäßig Sport machen und auch, dass Kinder sehr früh einen Zugang zu gesunder Ernährung bekommen. Ja, also es gibt große Studien, die jetzt herausgefunden haben, dass die ersten 1000 Tage bei Kindern entscheidend sind, inklusive bereits in der Mutter drin. Die ersten 1000 Tage sind entscheidend, was das Kind später isst. Ja? Und die ersten Jahre sind in meinen Augen entscheidend, ob ein Kind Lust an Bewegung hat oder nicht. Und wir lassen uns da echt Fenster zugehen, die dann später viel, viel schwerer zu öffnen sind. Und deswegen glaube ich, dass es bei mir einfach, weil ich hatte von Kind aus halt an viel Bewegung. Ich war immer draußen. Hunde haben schon immer eine Rolle gespielt im Leben, so dass ich auch da immer Gassi war. Und zwar als Kind schon alleine dafür zuständig. Und deswegen ist das bei mir einfach intrinsisch drin. Also wenn ich mich eine Weile nicht bewegen kann, dann werde ich echt unleidig. Zwei Fragen dazu. Die erste, du hast deine Tochter erwähnt. Vielleicht auch für die jetzt zuhören, die selbst gerade, wo Kinder unterwegs sind, die vielleicht junge Kinder haben. Hast du ein paar Tipps auch, wie Eltern ihren Kindern die Freude an der Bewegung näher bringen können? Also zum einen Vorleben. Kinder machen nach. Den Kindern auch mal zutrauen, das zu tun. Also ich habe am Spielplatz immer nur geguckt, kann sie sich umbringen? Nein, lass sie laufen. Dann fällt sie halt mal hin. Meine Güte, wie soll denn das Kind ein Gefühl für den Körper kriegen, wenn es sich scheitern darf, ja? Man muss nicht immer alles hinterher tragen. Und ich war dann immer so die Rabenmutter, die immer nur so im halben Auge drauf geguckt hat, nicht gleich hinterher gerannt ist und Mama, hilf mir hoch. Nein, Cosima, wenn du da nicht hochkommst, helfe ich dir nicht hoch. Weil dann bist du da oben und kommst wieder nicht runter. Also wenn du da hoch willst, musst du sie selber arbeiten. Also da war ich echt vielleicht zu hart, aber wenn ich jetzt anschaue, wie sie klettert, war das nicht zu hart, sondern einfach nur völlig legitim. Und dann sich halt auch mal die Mühe geben, herauszufinden, was taugt dem Kind. Und weil es gibt so viele Sportarten,
Meine Tochter wollte jetzt vor einem Jahr unbedingt mit dem Kickboxen anfangen. Ich habe da schon so ein bisschen, weil ich so ein bisschen Sorge hatte, dass sie das nur macht, weil ich das gemacht habe, weil sie das dort bei uns in der Wohnung, siehst du nicht, dass sie Kickboxerin war, da steht nichts rum und so. Das ist alles im Keller, eine Kiste. Aber sie hat das dann von anderen mitgekriegt, dass ich Kickboxerin war und wollte damit unbedingt anfangen. Und ich habe dann aber gemerkt, dass sie das nicht so richtig taugt. Vielleicht gar nicht vom Körperlichen her, aber das ist das, was ich ganz am Anfang erwähnt habe. Als Kind ist wichtig, ob ich mich in der Gruppe wohlfühle, ob ich den Trainer nett finde. Und die Gruppe hat ganz oft gewechselt und sie hat keinen Zugang zu den Leuten gefunden. Und dann habe ich sie angesprochen und gesagt, Cosima, du musst das nicht machen. Du musst das nicht für mich machen. Denn wenn du jetzt keine Lust hast, vielleicht hast du 5 Jahre Lust, vielleicht hast du 10 Jahre Lust, vielleicht hast du auch nie Lust. Du musst das nicht machen. Lass uns was anderes finden. Ja, dann war sie ganz erleichtert und hat das nach einem halben Jahr wieder sein lassen. Und jetzt hat sie das Klettern für sich gefunden. Toller Sport. Und das liebt sie. Da ist die Feuer und Flamme. Und das könnt ihr jeden Tag machen. Und gut, dann reitet sie noch seit 3 Jahren und sie ist eine Hort, der sehr viel auf Bewegung achtet und es fällt auch auf. Im Hort kein einziges übergewichtiges Kind. Sie war vorher im Sportkindergarten, kein einziges übergewichtiges Kind. Also, was ja deutlich unter dem Durchschnitt der Bevölkerung ist, ja. Es gibt keine übergewichtigen Kinder, weil einfach da sehr viel drauf geachtet wird, dass die Kinder jeden Tag sich bewegen, rumrennen, spielen, draußen sind und von 70 Kindern kein einziges übergewichtiges Kind ist, aber spricht dafür. Also ich halte das ist eins der wichtigsten Themen, glaube ich, überhaupt für unsere Gesellschaft. Jetzt natürlich durch meine Brille auch als Fitnesscoach betrachtet, aber ich habe letztens hier im New York Times Podcast, da hatten sie einen Bericht drüber, über die Übergewichtspandemie in den USA, die eben auch immer mehr Jugendliche und Kinder betrifft. Ich glaube, ich kriege die Zahl nicht mehr ganz zusammen. Es war irgendwie 20% fettleibig oder so. Und das waren vor 20, 30 Jahren waren es noch 4%. Und da wurde berichtet über also ein Mädchen, die sich mit, ich glaube, 15 den Magen hat verkleinern lassen, operativ. Was ja schon ein krasser Eingriff ist. Und ich glaube, wir können als Gesellschaft so viel tun, eben in diesen jungen Jahren, wenn wir dann Auge drauf haben. Und deswegen ist der Punkt, finde ich, so wichtig. Das Gesundheitliche ist das eine, dass wir Kinder haben, die mit 8 Jahren oder 10 Jahren, 12 Jahren einen Diabetes mellitus Typ 2 kriegen. Das geht einfach gar nicht, ja. Ich meine, das Ding hieß früher Altersdiabetes, ja. Und der Körper ist schon so im Eimer, dass jetzt die Kinder, ich rede nicht von Typ 1, das ist ein ganz anderer Mechanismus, sondern ich rede von Typ 2. Und das ist eine Lifestyle-Erkrankung. Und Eltern, die ihre Kinder bewusst oder unbewusst, ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall, die ihre Kinder verfetten lassen. Das ist für mich Körperverletzung. Und das nimmt diesen Kindern so viel von ihrer Zukunft, weil es ist schon für einen Erwachsenen, der Erwachsenen übergewichtig wird, schwierig abzunehmen. Aber für jemanden, der nie schlank war, ist das so eine Mammutaufgabe. Sie ist machbar. Keine Frage. Aber es ist echt so viel schwieriger. Und dann auch ganz oft, selbst wenn sie schlank sind, dann die Konsequenzen tragen von jahrzehntelangem Übergewicht. Weil selbst wenn sie mit 30 es schaffen, normgewichtig zu sein, waren sie 30 Jahre lang schon übergewichtig. Ja, die Knochen, Gelenke sind komplett im Eimer. Die Haut ist komplett im Eimer. Also selbst wenn ab da dann noch, wenn sie 100 werden, 70 Jahre lang alles richtig läuft, waren 30 Jahre dabei, die so viel kaputt gemacht haben. Und Arthrosen sind echt ein Riesenthema bei den schwer übergewichtigen Menschen. Und ich glaube, was auch noch ein Punkt ist, weg von der Gesundheit, sondern eher vom gesellschaftlichen Aspekt. Kinder, ich bin fest davon überzeugt, dass Kinder, die die Struktur haben, in einem guten Sportverein, guten Trainer, dass sie so viel mitnehmen für soziales Verhalten, Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit, gar nicht so viel Zeit und Lust haben, stattdessen mit der Gang auf der Straße abzuhängen, weil sie etwas haben, was ihre Heimat ist. Und das geht immer mehr und mehr verloren. Es geht zum Teil durch die Schulstrukturen verloren. Es wird immer mehr und mehr schon in jungen Jahren verlangt, ohne den Kindern gleichzeitig was anderes zu bieten. Die Schule kann sowas nicht auffangen. Und das Berufsfeld hat sich verändert.
die familiären Strukturen haben sich verändert, so dass sehr viele Alleinerziehende gibt, die gar nicht die Kraft und die Zeit haben, sich um sowas zu kümmern, sondern einfach ums nackte Überleben kämpfen. Die Vereinsstrukturen brechen weg, die Fördergelder brechen weg. Also es ist gerade ein ganz schwieriges Umfeld. Gleichzeitig gibt es überall Essen zu Genüge, es gibt überall den Fernseher, den Computer. Es ist echt schwierig und deswegen müssen wir viel, viel, viel früher eingreifen, damit die intrinsische Motivation der jungen Menschen da ist, sich zu bewegen, sich zu engagieren. Und so, ansonsten ist es immer nur so Makulatur von außen und man hat kaum die Möglichkeit, da noch vorzudringen. Eine weitere Frage, bin drauf gekommen, weil du sagtest, du, wenn du keinen Sport machst, dann bist, also so interpretiere ich das jetzt oder formuliere es mal um, bist du ein anderer Mensch. Und da musste ich lachen, weil meine bessere Hälfte immer zu mir sagt, hör nie auf, Sport zu machen. Also ich bin tatsächlich häufig wie ausgewechselt vor dem Training und nach dem Training. Ich mache das häufig eher am Ende des Tages, wenn ich Arbeitstag hatte und da bin ich manchmal unzufrieden und nach dem Sport bin ich regelt total ausgeglichen. Und da bin ich ihr sehr dankbar, dass sie mir diesen Freiraum gibt. Meine Frage nochmal an dich. Wie unterstützen du und dein Mann euch darin, euch auch gegenseitig diesen Freiraum zu geben für Training, ja auch mit einer Tochter, da an euren gesunden Routinen dran zu bleiben? Hast du da vielleicht auch so ein paar Tipps, die du teilen magst? Ich habe mich, glaube ich, erst zweimal eingemischt in den Sport meines Mannes. Das eine ist ein paar Jahre her. Mein Mann ist Arzt in der Uniklinik, Kardiologe und gleichzeitig Münchner Stadtrat. Also der hat extrem viel um die Ohren. Und vor ein paar Jahren habe ich zu ihm gesagt, hör mal zu, du musst wieder mehr Sport machen, so geht das nicht. Und er so, ja, aber ich habe doch mein Gewicht. Ich so, ja, es geht hier nicht ums Gewicht. Es geht darum, dass du keinen Sport mehr machst. Und das brauchst du und das wird dir gut tun. Mehr habe ich nicht gesagt. Ich gehöre nicht zu dieser Internetgeneration, die unter jedem Post ungefragte Ratschläge erteilt, ja. Und das mache ich auch nicht bei Menschen. Außer man fragt mich. Dann sage ich, gebe ich meinen Senf dazu. Wenn man mich nicht fragt, sage ich nichts. Aber da habe ich dann doch mal was gesagt, weil ich gemerkt habe, dass er immer unfitter wird. Er hat Triathlon gemacht. Er hat sogar die Hawaii-Norm zweimal, glaube ich, geschafft, dass er da hätte starten können im Triathlon. Also gar nicht so verkehrt. Dann war plötzlich nur noch Skifahren eine Woche im Jahr. Und mehr nicht. Und dann habe ich das gesagt, dann hat er sich heimlich beim Marathon angemeldet und hat dann angefangen zu trainieren. Seitdem musste ich nie wieder was sagen, weil er jetzt wieder sehr regelmäßig läuft. Und gestern Abend habe ich mich eingemischt, da ist er nämlich extra früh aus der Klinik gekommen, um zu laufen. Und ich habe es ihm verboten, weil wir so einen Sturm hatten, dass ich gesagt habe, also hör mal zu, Freund, du gehst mir da jetzt nicht im englischen Garten joggen und wirst vom Baum erschlagen. Also gestern habe ich das Gegenteil gemacht, da habe ich es ihm mal verboten. Aber das ist, glaube ich, die einzigen zwei Male in 20 Jahren Beziehung, dass ich mich in seinem Sport eingemischt habe. Aber ich gebe ihm immer den Freiraum. Also ich habe, wenn er heimkommt und sagt, er würde jetzt noch gern laufen gehen oder so, habe ich noch nie Nein gesagt. Und er aber bei mir auch nie. Er hat ja auch jahrelang meinen Leistungssport mitgetragen. Und da war ich früh aus dem Haus, bevor er aus dem Haus ist. Und ich war abends, gerade je näher der Wettkampf kam, desto später habe ich trainiert, damit ich mich an diese Live-Fernsehzeiten ja den Körper umstelle. Und das hat er auch immer mitgetragen. Und da geben wir uns immer den Freiraum. Was wir eigentlich äußerst selten machen, ist, dass wir zusammenlaufen gehen, sondern weil wir haben einfach ganz unterschiedliche Zeiten und Rhythmus. Oder meistens macht jeder für sich seinen Sport alleine. Außer das Skifahren. Das machen wir jetzt seit einigen Jahren auch wieder zusammen, weil jetzt das Kind groß genug ist, dass sie selber fährt oder auch mittlerweile gut problemlos mit uns mitfahren kann. Und das ist dann der Sport, den wir zusammen machen. Du hattest eben angedeutet, dass du auch als Kind schon viel mit Hunden unterwegs warst. Und das ist ja auch ein Punkt, der sich durch dein Leben zieht. Du engagierst dich auch ehrenamtlich in der Arbeit als Rettungshundeführerin, bist da auch sowohl beim Arbeiter-Samariter-Bund im Vorstand, aber eben auch aktiv als Staffelführerin. Magst du da ein bisschen was vielleicht zu erzählen, der Arbeit mit Rettungshunden? Ich habe selbst, deswegen bin ich da auch so aufmerksam geworden, weil ich über eine Bundeswehrübung auch mit Rettungshundeführern zusammenarbeiten durfte. Und das war für mich eine unglaublich schöne Erfahrung. Und wir haben halt in dem Kontext eine Suchaktion im Wald gehabt. Und die ging so über, weiß ich, ein, zwei Stunden. Man ist ja relativ langsam unterwegs
war zumindest bei mir so. Trotzdem ist es unheimlich anstrengend. Also so durchs Unterholz für 2 Stunden, da weiß man, was man getan hat hinterher. Und das fand ich auch nochmal so eine Bereicherung, einfach zu sehen, was es für Möglichkeiten gibt, aktiv zu sein und auch etwas Schönes zu machen. Was fasziniert dich daran? Wie bist du dazu gekommen? Wie bin ich dazu gekommen? Ich bin vor über 15 Jahren dazu gekommen, weil meine damalige Boxerhündin zu schlau war für die Couch. Und dann wollte ich was mit ihr arbeiten, wollte aber bewusst keinen Hundesport machen, weil ich dieses Streben nach Medaillen ja schon im Sportleben, da wollte ich das nicht auch noch als Hobby haben und vor allem nicht auch noch auf meinen Hund übertragen. Und dann habe ich durch Zufall mitbekommen, dass die Rettungshundler ja gar keine Professionellen von der Polizei sind, sondern Ehrenamtliche. Und habe dann hier die Hundestaffel in München kontaktiert und bin dann so zum Arbeit des Samariterbund gekommen. Ich selbst bilde und aus und führe in der Sparte Mentrailing. Das heißt, mein Hund sucht anhand eines Geruchsartikels an der Leine eine bestimmte Person. Wird hauptsächlich in der Stadt gemacht. Ich sage immer, der Wald ist der natürliche Feind des Trailers. Weil wenn der Wind halt so ein bisschen die Spur ins Gebüsch trägt, dann hängst du halt die ganze Zeit mit der Leine fest. Aber das sind dann die Flechtenhunde, die hast wahrscheinlich du erlebt. Das sind die, die dann frei suchen und alles anzeigen, was sie finden. Während der Trailer ja über Marienplatz drehen kann und einfach 2000 Leute stehen lässt und sich dann den einen rauspickt, wo ich ihm den Geruchsartikel gegeben habe. Und das ist unglaublich faszinierend, was die Hunde für Sinne haben. Wahnsinn. Also das ist immer wieder faszinierend. Und gleichzeitig und Trailen ist für mich dieser schmale Grat zwischen absolutem Vertrauen in den Hund, korrektes Lesen der Körpersignale und dann zur richtigen Zeit Hilfestellung zu geben, wenn man merkt, der Hund bricht jetzt ab, der Hund struggelt, und da dann zu helfen, ohne zu viel zu interpretieren und ohne zu viel zu denken. Also der Hund kann es in der Regel, versauen wir Leute am Ende der Leine das Ganze. Und das ist wahnsinnig schwierig, aber du kriegst, also im Einsatz, Hobbytrailen ist was anderes, aber im Einsatz, wo du halt wirklich auf dich alleine gestellt bist, und es wirklich darum geht, jemanden zu finden, und du wächst halt mit deinem Hund unglaublich zusammen. Also da bist du eins. Das ist, mein Hund und ich sind eins. Also es ist eine ganz, ganz wertvolle Arbeit, die du und die ihr da macht. Und ich verlinke auch gern nochmal den, ich glaube, ASB München ist das bei euch, ne? Rettungshundestaffel. Genau, die Hundestaffel ist ASB München, die hat ein eigenes Fenster. Dann haben wir den Bundesvorstand, das brauchst du aber nicht verlinken. Ich bin auch im Bundesvorstand, ich bin stellvertretender Bundesvorsitzender, ich bin ASB München im Vorstand. Aber ich bin keine Staffelleitung mehr, das habe ich abgegeben. Seitdem hat mein Leben ein paar Stunden mehr in der Woche. Ja, tolle, tolle Arbeit, wirklich. War komplett von meinem Radar entfernt, bevor ich das letztes Jahr durch Zufall mitbekommen habe. Mir ist nochmal ganz wichtig, 2 Dinge, bevor wir uns gleich verabschieden. Punkt Nummer 1, euer Buch Liebe leichter, extrem lesenswert. Da geht es um Lebensstiländerungen, die Libido verbessern, die sexuelle Funktion verbessern. Es ist auch einfach wahnsinnig interessant zu lesen. Mit tollen Rezepten übrigens. Ganz am Ende habt ihr richtig gute Rezepte. Asiatische Gemüsehackpfanne habe ich mir rausgesucht hier. Ich habe sie noch nicht gekocht, aber die möchte ich gerne mal ausprobieren. Buch verlinke ich. Und als 2. Du hast ganz neu einen eigenen Podcast. Ja. Und der heißt Vollkontakt. Genau. Kannst du da noch mal kurz was zu sagen? Ich trage schon die ganze Zeit mit den Gedanken, trage ich die ganze Zeit mit mir rum, weil ich so viele inspirierende Menschen getroffen habe in meinem Leben und immer noch treffe. Und das sind mal Bekannte, das sind aber manchmal auch gar keine Bekannten. Aber die Mut machen, die was erlebt haben, die aufgestanden sind, die weitergemacht haben. Und ich merke einfach, dass die Menschen mir vertrauen, dass die Menschen mich als Motivation nehmen. Und ich meine Person nutze, um die Geschichte der anderen zu erzählen. Und einfach einen Podcast haben möchte, der in den Zeiten, die gerade auch so ein bisschen schwierig sind und wo viele mit sich hadern, was Positives zu verbreiten, Mut zu machen und Inspiration zu geben, selber die Dinge anzupacken und sein Leben umzukrempeln.
Und da werden ehemalige Kandidaten dabei sein, da werden Sportler dabei sein, da werden aber auch ja ganz andere Leute dabei sein. Ich hab's querbeet gemacht, ja, von Modedesignerin über Parasport bis hin Leute von Medien und Fernsehen. Also es wird eine bunte Mischung, alles Menschen. Ich habe keine Vorbilder, aber ich habe immer so einzelne Episoden, wo man bei Menschen was mitnimmt und was lernt. Und diese Menschen pick ich mir raus. Meine These ist, wenn du, und damit meine ich jetzt, du zuhörst, bis jetzt zugehört hast, dann ist das der richtige Podcast für dich. Genau. Klick einfach mal drauf, abonnieren. Ich glaube, 2 Folgen sind schon draußen jetzt, müssten schon erschienen sein, vielleicht auch schon mehr, wenn du später reinhörst. Und ich kann das nur wärmstens empfehlen und wünsche dir da auch weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg mit, Christine. Gibt's noch irgendwas, was ich nicht angesprochen habe, was dir wichtig wäre? The Biggest Loser läuft, weil die neue Staffel beginnt am 8. Januar 20.15 Uhr in Sat.1. Mit mir als Trainerin, sehr viel Bildschirmzeit. Yes, sehr schön. Dann hast du das letzte Wort. Du kannst eine Nachricht auf allen Smartphones da draußen aller Menschen aufpoppen lassen. Was steht da? Du bist es wert. Und hier nochmal der Werbepartner. Diese Folge wurde dir präsentiert von Athletic Greens. Athletic Greens ist das grüne Pulver, mit dem ich morgens in den Tag starte und das Ganze schon seit 7 Jahren. Ich empfehle nicht allzu viele Nahrungsergänzungsmittel, aber das hier ist eins, was zu meinen Basisempfehlungen gehört. Enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, viele sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen. Präbiotika, Adaptogene und so weiter, was das Immunsystem stärkt, was gut ist für die Regeneration, für den Energiehaushalt und natürlich eine gesunde Darmflora. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du hier ein ganz spezielles Startangebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung 5 Travel Packs, einen Jahresvorrat an Vitamin D mit Vitamin K2 und noch ein Willkommenspaket mit einer schicken Keramikdose und einem Shaker. Das Ganze bekommst du, wenn du auf fmmag.de gehst. Die Adresse ist fmmag.de, fmm wie Fitness mit Marc, ag wie athleticgreens.de, also fmmag.de. Schau einfach mal rein. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterentwicklung.